mit Überlichtgeschwindigkeit. Und hier sollten wir richtig sein. Salamis. So, auf Salamis gibt es nichts. Ich sage jetzt nicht außer Salamis. Das ist mir gerade zu blöd. Gut. Proteus, das ist, glaube ich, der, auf den wir müssen, oder? Nein, der ist bloß zum Erkunden, aber irgendwie kommt mir Proteus bekannt vor. So, eine große Menge Sauerstoff, sehr schön. Eine Heimat... Ach, das ist die Heimat... Ach nein, wie die Heimatwelt der Hannah, ich wollte schon sagen. Zu 90% mit Wasser entdeckt, na gut. Unglaubliche Hitze von Athen sorgt für eine Luftfeuchtigkeit von 100% und erzeugt eine konstante, dichte Wolkendecke. Sehr interessant. Kann man schon mal... Ja, ist schon putzig. Und vielleicht eine Temperatur 34 Grad Celsius. Der klingt gut, der Planet. Hat auch Sauerstoff, also ist eigentlich ein schönes Ding. Wenn auch mit Taifunen und so, aber naja, was soll es. Ist halt ein kleiner Tropenplanet. So, ich finde das immer ganz schön. Auch diese Texte, also wenn ihr euch die Zeit nehmen wollt, könnt ihr ja anhalten und euch die durchlesen. Ich will es jetzt halt bloß im Let's Play nicht vorlesen, weil es einfach viel zu viel wäre. Aber das ist wirklich Wahnsinn, dass wirklich zu jedem einzelnen Planeten, auch zu Nausicaa, wieder ein Text da ist. Auch wenn sie manchmal halt relativ kurz und unspezifisch sind. Hier geht es bloß um die Farbe und aus welcher Zusammensetzung oder welche Zusammensetzung wir darauf finden. Aber manchmal sind da echt viele Informationen drauf. Circe! Hälste mal wieder Odysseus gefangen. Gut, Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant gibt mal wieder Helium-3-Vorkommen, sehr schön. Gut, und hier hinten haben wir noch einen, das ist Pharos. Und auch den können wir erkunden. Turianische Insignien gefunden. Beim Scannen des Planeten Pharos haben sie eine verlassene Basis auf dem Mond des Planeten entdeckt. Das Aufklärungsteam fand keine wertvollen Objekte, aber viele der Trümmer waren mit den Insignien der Magna-Kolonie gekennzeichnet. Okay, wir waren jetzt eigentlich überall. Und ich habe keine Ahnung, wo Liara ist. Leider wird mir das ja auch nicht angezeigt. Man wusste es ja auch nicht so richtig. Deswegen gehe ich nochmal ganz kurz hier in das Logbuch und schau mal, was drin steht. Unerforschte Welt des Artemis Tau Clusters. Gibt es nicht ein bisschen genauer? Da gab es noch mehr zu wissen, oder? So, statt hier jetzt noch was auf der Suche nach Liara Zioni. Keine Expertin. Nee, irgendwo im Artemis Tau Cluster. Das ist großartig. Na gut, dann müssen wir eben alle durchsuchen. Können wir nichts machen, wa? Gut, dann gehen wir gleich mal nach. Nee, Pharos war ja jetzt nicht zu erkunden, ne? Nee, hier war gar keiner jetzt gewesen. Auf allen anderen drei oder in allen anderen drei Systemen hatten wir einen Planeten. Wo fangen wir denn mal an? Knossos, Sparta, Mazedon. Ich nehme mal Knossos. Weil Sparta das System ist, in dem wir angekommen sind am Anfang. Das wäre irgendwie zu naheliegend, wenn man es da gleich findet. Und Knossos klingt irgendwie besser. So, hier hatten wir Terum. Terum ist hier. Das könnte hinkommen, der sieht aus, als ob er bewohnbar ist. Und vor allen Dingen gibt es hier auch ein hübsches Bildchen. Dann schauen wir doch mal. Was haben wir hier? Terum ist eine sehr weit entfernte, aber reiche Industriewelt, die von der Allianz beansprucht wird. Die reichen Schwermetalle vorkommen. Bla bla bla. Das könnte die vielen portianischen Ruinen auf der Oberfläche erklären. Das klingt, als ob wir hier richtig sind. Hin da. Das könnte unser Planet sein. Ich würde sagen, eigentlich würde ich schon die beiden wieder mitnehmen wollen, weil ich dann auch Kisten aufmachen kann. Ich nehme mal Garrus und Rex mit, glaube ich. So, da haben wir nämlich auch einen Biotiker dabei. Das ist auch ganz gut. Ja, ist in Ordnung. Nehmen wir an. Okay, und los geht's. So, ich glaube, die Sequenz habt ihr ja noch gar nicht gesehen, ne? Das hatte ich ja rausgeschnitten beim letzten Mal. Auch wenn es ein bisschen anders ist als auf den normalen Planeten. Und ich glaube, wir sind wirklich richtig in der... Commander, ich habe hier ein paar seltsame Signale. Sehr seltsam. Nichts Bekanntes. Sie scheinen von einem Untergrundkomplex ganz nahe der Landezone zu stammen. So, gut. Denn wir sehen schon, wir haben nur so ein Schlauchlevel im Prinzip, auf dem wir uns bewegen können. Hier sieht es auch aus, als ob man unbedingt reinfahren möchte. Sieht aber schon cool aus, ne? Mit dem Stern da hinten. Genau. Nein, nicht da reinfahren, Mensch. Und normalerweise kann man sich ja frei bewegen auf dem Planeten. Von daher sind wir hier definitiv richtig.
Also gleich die richtige Entscheidung getroffen mit dem Knossos-System. Habe ich doch die Denke des Spiels durchschaut. So, gucken wir es mal hier hinten. Ich glaube, hier gibt es aber auch nichts. Wenn wir hier auf dem Gebiet sind, wo einfach nur rumgefahren wird. Ich muss noch mal kurz schauen. Ich bin gerade, glaube ich, ja. Ich bin gerade falsch. Hier oben müssen wir lang. So, wunderbar. Mal ein bisschen beschleunigen jetzt. Ich nehme an, gleich werden irgendwelche Gate-Kampfläufer kommen oder sowas. Denn die kennen wir ja bereits schon und die sind, glaube ich, die adäquaten Gegner, denen man hier begegnen könnte an seiner Stelle. Momentan noch nichts. Ich bin relativ überrascht. Aber da wir gerade den neuen Abschnitt ein bisschen geladen haben. Ha! Ändert sich das auch direkt und das ist ein Gate-Schiff. Das heißt, wir kriegen Besuch. So, und halt mal direkt drauf. Ich bin sehr froh, dass die Präzision vom Marco nicht wie bei den normalen Schusswaffen leidet, wenn man eine Salve abgibt. Aber ich meine, man muss es ja auch nicht in der Hand halten, ne? Das Geschütz. Scheiße. In den Fels geschossen. Sag mal, was ist denn los hier? Machen wir es eben so. Wieder was ins Inventar gekriegt. Und da habe ich doch gar nicht so schlecht geraten mit den Gate-Kampfläufern. Das ist halt doch... Man kann es schon durchschauen mit der Zeit, wie genau das Spiel denkt, funktioniert. Oder wie die Macher des Spiels denken. Oder gedacht haben, besser gesagt, als sie es programmiert haben. Gut, und ich sehe schon, da sind weitere Geschütze auf dem Radar. Bonjour, meine Damen und Herren. Nur ein Narr haut einem Natter direkt aufs Maul. Wir sollten uns von hinten ranschleichen und ihn am Schwanz ziehen. So, ja, ich würde mich gern von hinten ranschleichen. Die Sache ist, wo ist denn hinten hier? Oh. Ich bin gerade, glaube ich, nicht so elegant unterwegs. So, dann warst du den. Ich mach das mal aus der Distanz, weil wir dann einfach besser ausweichen können. So, was auch für den? Wunderbar. Stufenaufstieg, ich schau mal ganz kurz nach. Erstmal wieder Garrus, die Dechiffrierfähigkeit. Oh, die ist schon ausgemaxt, sehr schön. Das können wir natürlich bei Tali noch nicht behaupten, aber das müssen wir dann mal demnächst mitmachen. So, das Blutbad, eigentlich können wir ein bisschen auf die Schrotflinte gehen. Oh, der hat ja noch einiges an Punkten. Ist ja Wahnsinn. Natürlich, alles seit ich das auf manuell umgestellt habe. Ist ja logisch. Macht schon irgendwie Sinn. So, den Warp könnte ich auch werfen. Barriere. Ich muss mal kurz schauen mit dem Warp. Starkes Massenfeld schwächt die Rüstung und fügt im Bereich des Effekts mit der Zeit Schaden zu. Okay. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen auf Werfen auch. Weil die Verstärkung der Wurfkraft auch den Schaden natürlich erhöht. Gut, dann müssen wir bloß noch bei uns hier was machen. Was könnten wir zum Beispiel tun? Den erweiterten Schildboost könnten wir machen. Wir könnten auch ein bisschen auf die Fitness gehen, um unsere Gesundheit zu erhöhen. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Wir können aber auch hier die Gesundheit erhöhen. Und die Regeneration. 4 Punkte? Ist ja Wahnsinn. Und wir können beim Einspeicheln wieder einen erhöhen. Sehr schön, sehr schön. Beim Spectre Training, erweiterte Einigkeit, ich muss bloß mal kurz schauen. Ach, die Nachladezeit, oh, das ist sehr gut. Die Nachladezeit wird verringert. Das ist mir sehr wichtig, dass sie ein bisschen verringert wird. Denn die 150 Sekunden sind doch schon extrem lang, wenn die mal wieder sehr schnell wegsterben, die Leute. Wo ist denn dieses Geschütz? Wahrscheinlich drüben auf der anderen Seite. So, die Frage ist, können wir denn... Ah, okay, ich sehe schon, ich sehe schon. Rex hat also wahr gesprochen, wir müssen hier drüben losfahren. Und dann kommen wir sicherlich auch zu dem Geschütz, das da auf dem Radar etwas exponiert angezeigt wird. Jawohl. So, und da hat sich das auch schon für das Geschütz erledigt. Weitere Erfahrungspunkte für uns. Und wir können unbehelligt weiterfahren. Wow. Ja, kleiner Marco, ist gut. Wenigstens fällt er immer wieder auf die Räder, das ist schön. Das Interessante mit der Steuerung ist halt, wenn man nur nach links und rechts drückt,
sehen wir schon. Ich sollte vielleicht nicht so rumspielen, während hier Gegner sind. Wenn wir nach links und rechts drücken, dann bewegt sich bloß die jeweilige Achse oder die jeweilige Achsenseite, besser gesagt. Aber wir bewegen uns trotzdem nach vorn, wenn wir die Richtung wechseln. So, mal die ganzen kleinen Geht hier wegklatschen. Jetzt fällt mir auf, jetzt sage ich doch Geht. Oh. Das ist halt doof, weil hier gerade diese Kurve ist. Oder diese Ecke. Wow. Den hat es ja schön weggehauen. Da sind wir halt ein bisschen aufgeschmissen mit dem Hin- und Herfahren hier. Sind halt ein bisschen eingegrenzt in unserer Beweglichkeit. So, hier drüben sollte noch einer sein. Wo ist er denn? Im Haus wahrscheinlich. Im Haus. So, ich schieße einfach mal mitten in dieses Gebäude rein. Gut. Wir können noch nicht speichern, oder? Nee, schade. Das heißt, wir müssen aufpassen. Ich möchte nämlich nicht unbedingt nochmal neu laden. Ich weiß nämlich nicht, wo ich gespeichert habe das letzte Mal. So, und die werden bestimmt nicht ganz so ohne sein hier. Kannst du hier bitte dran gehen? Nee, kannst du nicht. So, nur ein bisschen aufpassen hier. Ich gehe mal selbst in Deckung ein bisschen. Okay, das war's zu denen. Wunderbar. Ich kann immer noch nicht speichern. Das heißt, ich mache die Dechiffrierung mal jetzt noch nicht. Torsteuerung? Aha. Hier geht's dann vermutlich weiter. Ich lasse das Tor erst nochmal zu. Kann ich nicht. Okay. Jetzt kann ich speichern. Sehr gut. Gut, und dann können wir halt doch hier überbrücken. Die Sache ist, ich will halt nicht die Gefahr eingehen, dass ich dann hier verkacke und dann mein Universalgeld verschwenden muss. Das wäre doof. So, Benji. Ach ja, Benji war ja nicht so. Aber Benji 4 ist schon mal nicht schlecht. Dann können wir bestimmt hier die Avenger 2 gegen die Banshee austauschen. Jawohl. Machen wir das mal so. Gut, und Rex, der hat eine Banshee 2. Dann kriegst du mal zumindest auch eine Banshee. Moment, jetzt bin ich gerade verwirrt. Ach, der hat die Banshee 4. Okay. So. Banshee 3, ja. Ja, ja. Ich bin d'accord damit. Gut. Gucken wir nochmal hier. Der sollte eine gute Pumpgun kriegen. Und dann klatschen wir mal hier Großkaliber auf 3 rein. Sehr schön. Und hier drüben. Radioaktiv weiß ich nicht. Phasenmunition weiß ich. Er sollte eigentlich den Hammer kriegen. Also die Waffen von Rex, die müssen eigentlich richtig reinhauen. Er ist halt einfach so. Also das, vom Charakter her auch passt es einfach. So, hier haben wir Abkühlungsreduzierung. Phasenmuni, panzerbrechend. Ja, warum nicht? Komm. Gerade wenn wir jetzt gegen Geth, ich sag jetzt mal wieder Geth, kämpfen, sollte das passen. Großkaliberlauf. Ach komm, warum nicht? Weißt du, du schießt eh nicht, bis die Waffe überhitzt ist. Hinten war nichts mehr in der Ecke, oder? Nee. So, ich habe aber nicht vergessen, drüben war eigentlich noch einer. Nochmal speichern hier. Der sich da im Haus versteckt hatte und den werden wir auch noch besuchen gehen, fix. Vielleicht mal ein bisschen schneller. Ich fahre einfach mal mit dem Marco dahin. Es geht vielleicht ein bisschen fixer, als wenn ich jetzt hier stehen bleibe. Mit dem Ding und zu Fuß laufe. So. Ach, der steht. Warte mal, wo ist denn der? Steht der außerhalb oder ist der drin? Ich glaube, der steht drin hinter der Wand. Okay. Ich kann trotzdem speichern, das gefällt mir gut. Und dann sollten wir uns den mal. Moment, ich muss mal Rex sagen, dass er. Das ist Garrus, das ist nicht Rex. Dass er auf die Skimitar wechseln soll. Ho, 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 ho. Gute Sache. Raketenschützen sind immer so. Ja, das sollte man mit Vorsicht genießen, das Ganze. Denn wenn die Raketen dann doch mal richtig reinhauen. Oh nee, komm schon, ernsthaft jetzt? Das ist ja unfair. Schnell durch. So.
Pistole X4, Hammer 4, Liberator 3. Da können wir gleich mal schauen. Na, es ist eine Mittelschwere, die bringt, glaube ich, nichts. Gut, lassen wir das. Die Mittelschwere können wir vielleicht Kaidan. Nick, ich glaube, Kaidan kann die auch nicht tragen. Er müsste da erst seine Werte ein bisschen erhöhen. So. Auf in den Marco und dann. Stimmt, ich muss ja das Tor auch öffnen. Ja, ich glaube, das Tor müssten wir eigentlich gar nicht öffnen. Das müsste eigentlich das sein, mit dem wir gekommen sind. Aber einfach der Vollständigkeit halber, damit alles offen ist. Damit alle durchfahren können. Machen wir das doch mal und dann geht's auch weiter. Ganz ein bisschen schneller vielleicht. So. Gut. Sprinten wir mal eine Runde. Ich weiß nicht, ob es wirklich was bringt oder ob die einfach nur die Kameraperspektive dabei verändern, denn in dem Zustand verbraucht man ja auch keine Ausdauer gerade, ne? Das kommt mir jetzt auch nicht wirklich schneller vor. Also ich habe immer das Gefühl, im Kampf, dann macht er wirklich ein ganzes Stück schneller. Aber vielleicht ist es auch bloß das Gefühl. Keine Ahnung. Rein in den Marco, nur nochmal kurz gucken, dass wir in die richtige Richtung fahren. Jawohl. Und dann ziehen wir weiter zu den proteanischen Ruinen, die ja unser eigentliches Ziel sind. Weil wir dort Liara finden wollen. Und da sehe ich doch schon wieder den Gegner hier. Jawohl, mitten reingeklatscht. Und der hat mich getroffen. Ist ja mies. Oh, das war der, den ich gerade schon fertig gemacht habe. Gut, der andere ist dann doch noch ein Stück weiter weg gewesen. Ich habe bloß gemerkt, dass es zwei sind, aber. Treffe ich den? Ich glaube schon, ne? Ja, sehr gut. Gefällt mir, gefällt mir. Gut, jetzt werden wir schon von drüben beschossen, von sonst wo. Vom Arsch der Welt. Was sind das für Geräusche? Ich weiß es nicht. Gut, hier rechts ist nichts. Einmal mitten rein. Solange der andere noch ein bisschen hinter der Deckung da verschwindet und uns nicht direkt treffen kann. Gut. Jawohl. Sehr gut. Das ging daneben. Sehr schade. So, dafür hat der getroffen, obwohl ich gerade ziemlich weit daneben gehalten habe, wie ich finde. Na, sag mal. Wir müssen es halt mit dem Geschütz machen. Also mit der Bordkanone. So, die Raketenschütze können wir so ausschalten. Den zweiten nehmen wir dann damit mal. Fix hops. Und da haben wir schon wieder einen Kampfläufer. Dann, Mensch, hier ist was los. Ah, ich komme nicht so schnell um die Ecke. Gut. Ich merke schon gerade, dass ich ein bisschen unvorsichtiger vorgehe, als ich das noch beim letzten Mal mit dem Marco gemacht habe. Ach, siehst du mal, das ist kein Kampfläufer, deswegen hält er auch so viel aus. Sondern das war ein Geth-Koloss. Ja, einfach weil ich gemerkt habe, auch dass der Marco doch ein Stück mehr aushält, als ich das dachte. Und ich muss mich mal kurz umsetzen. So. Ich glaube übrigens, als ich mein Video von den Erkundungen der Planeten beim letzten Mal noch angeguckt habe, dass ich, weil ich es gerade sehe hier, dass ich die Trümmer gar nicht untersucht hatte, da das einmal, den einen Planeten, auf dem ich zuerst war, sondern dass ich da bei einem Rohstoffvorkommen hängen geblieben bin und es dann versäumt habe, nochmal drauf zu gehen. Also, das müsste ich vielleicht auch nochmal machen. Mal schauen, mal schauen. Gut, jetzt erstmal durch das Tunnelsystem. Netterweise kommt mir niemand entgegen währenddessen. Sag mal, wie schießt denn du, Junge? So, das war besser. Die Raketen sind zum Glück ausnehmend langsam. Ja, dankeschön. Musste ich erst vorne auf die Schräge fahren, damit er mit seinem Geschütz das treffen kann. Wahrscheinlich kann er nicht so tief zielen oder so. Ich weiß es nicht. So, irgendwelche Gegner von rechts? Nein. Irgendwas zum Einsammeln vermutlich auch nicht. Nee. Gut, und dann müssten wir ja eigentlich fast schon da sein, oder? Schauen wir mal kurz. Wie weit ist es noch? Kannst du mal die Karte... Nein, ich will nicht irgendwelche Punkte. Ach, ich kann die einfach nicht weiter hochziehen, weil dort Schluss ist. Sehr gut, wir sind wirklich am Ziel. Hier kommen jetzt bestimmt noch mal ein paar Gegner in dem Tunnel.
Und dann sollten wir doch endlich die proteanischen Ruinen erreicht haben. Als hätte ich das Spiel programmiert, ich weiß es nicht. Gut, ja okay, ein paar Gegner ist vielleicht übertrieben. Einer. Ist wirklich bloß einer. Aber ja, davor sind schon wieder welche. Aha, das sieht ja schon besser aus. So, einmal mitten rein. Sehr gut, sehr gut. Haben wir das aus dem Verkehr gezogen? Okay, das scheint ein Gebäude zu sein. Irgendwie sieht es aus wie so ein Kampfläufer bei Star Wars. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Heißen die Kampfläufer? Und wie kommen wir da hoch, ist die Frage. Ach, hier vorne müssen wir zu Fuß weiter. Okay. Gibt es davon Gegner? Nee, ne? Gut, dann also zu Fuß. Glücklicherweise scheint es auf diesem Planeten eine sauerstoffhaltige Atmosphäre zu geben, denn alle können ohne Helme existieren. Ne? Ja. Wow! Schweinehunde. Was ist denn hier los? So, ich werde mir mal ganz kurz den Overkill reinklatschen. Und ich würde sagen, Rex kann ruhig mal seinen Karriere, Rap, Warp werfen. Ach, du hast schon wieder die falsche. Das heißt, die falsche Waffe. Auf die Entfernung ist die Pumpgun auch nicht so gut. Dann mach auch mal Overkill, würde ich sagen. Komm, alle mit Overkill jetzt. Overkill Action. Einfach nur draufhalten. Okay, hier ist sonst keiner mehr. Das ist in Ordnung. Soll mir recht sein. Alle dabei, alle dabei. Keiner hat was abgekriegt. Ich bin sehr überrascht. Nichts, ne? Geht's so hoch? Ne, komme ich nicht hoch, dachte ich mir. So, also geländegängig sind wir dann halt nicht. Bevor bin ich jetzt im Crouch-Modus, ja, im Crouch-Modus. Erstmal den Frontcamper aus dem Verkehr ziehen, mit der hier so heftige Schüsse abgeben kann, das muss nicht sein. Und vor allen Dingen ist er mir auch ein bisschen zu nah. Okay. Ich würde sagen, Garrus mal aufs Scharfschützengewehr. Rex kann. Können wir den da hinten schon? Nee, nehmen wir den. Wobei der hat schon relativ viel abgekriegt. Hat aber einen besseren Schild. Das heißt, ich werde mal Warp machen. Und den da schnappe ich mir mit einem Overkill. So. Halt! Nicht doch, nicht doch. Okay, der ist fast tot, aber da drüben scheint noch irgendein Raketenminz zu sein. Ach, sag bloß. Würde ich sagen, Sniper-Duell, wa? Jawohl. Und den Raketenschützen haben wir da auch noch irgendwo. Raketenwerferschützen, was auch immer. Gut, das lief doch in Ordnung. Geh zurück aufs Sturmgewehr. Und dann schauen wir mal, ob es das schon war. Klingt nicht so. Aber ich sehe jetzt auf den ersten Blick nichts von hier rechts. Okay. Können wir die denn schon irgendwie in Beschlag nehmen? Nee. Okay. Oh, was? Ach, da oben. Kann ich aber von hier aus auch nicht treffen. Das ist gemein. So, machen wir es einfach so. Und dann ist auch Stille eingekehrt. Sehr schön. Gut, gefällt mir, gefällt mir. Wir schauen uns mal hier oben um. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir müssen über das Ding da irgendwie rein. Aber ich weiß es nicht. Nee, hier oben geht's weiter, okay. Dann stoßen wir mal in die Anlage vor. In diese Ölraffinerie. Das ist ja im Prinzip das Bild, das wir auch schon, als wir den Planeten uns von außen angeguckt haben, erhalten haben. Genau so hier, aus der Einstellung.